Hallo liebe Tesla-Fahrerfreunde. Willkommen bei Tesla Markus auf dem Kanal. Kleiner versteckter Hinweis für mein nächstes Video. Das kommt am Freitag raus. Ich war zu Gast bei Tesla-Freunden, bei dem Forum und bei dem Verein. Eigentlich bei dem Verein und das Forum hängt da hinten dran, das Tesla-Freunde-Forum. Und ich habe ein sehr interessantes Video gedreht. Wirklich, da ist alles dabei. Ich mache mal das Thumbnail rein, dass er mal so einen kleinen Vorgeschmack bekommt. Ein Aufruf an alle, die dabei waren und auch Filme gemacht haben, wenn die wollen oder wenn die Footage haben, die bei mir noch reinpassen würde. Ich denke an den Co-Pilot, grüß dich nochmal. Bitte macht diese Videos online auf euren YouTube-Plattformen, schickt mir einen Link und bis Donnerstag spätestens, wäre echt nett. Das Video heute geht am Mittwoch raus. Oder schon am Dienstag, weiß ich nicht. Ihr habt es zwar geklickt, weil das Thumbnail war als sprechendes Gefahrensymbol. Und ich möchte hier mit diesem Video nur die Model X-Fahrer ansprechen und Model S-Fahrer oder Model X-Fahrer, die es werden wollen, weil es gibt ein extremes Gefahrenpotenzial beim Model X. Ihr wisst, dass ich normalerweise keine Werbung für Produkte mache auf meinem Kanal und das soll eine Ausnahme sein, weil es geht um einen Sicherheitsaspekt beim Fahren. Und ich mache jetzt auch deshalb hier unten Dauerwerbesendung rein, aber ich mache jetzt keinen Affiliate-Link dazu, mache ich ganz bewusst, weil ich möchte nichts verdienen daran, an dieser Sache. Und ich mache aber die Links rein zu dem Morell Westermann, der genau dieses Produkt erfunden hat. Der hat das nämlich ein Problem gehabt mit seinem Model X und hat gebremst und die PET-Flaschen hinten sind unter seine Pedalerie gerutscht und haben ihn beim Bremsen behindert. Das könnt ihr alles nachlesen auf seinem Blog, das verlinke ich auch hier unten. Und auf seinem Blog ist auch unter dem Artikel ist auch ein Couponcode, wo ihr da nochmal 20 Euro oder so Rabatt bekommt. Also wie gesagt, der Morell hat jedes Recht dazu, da etwas dran zu verdienen, weil er hat auch die Arbeit reingesteckt. Und das geht dann auf eine andere Webseite, die Bottle Blog irgendwas, ich blende das auch hier ein. Und da könnt ihr noch ein Video euch anschauen zu dem ganzen Thema und noch mehr Informationen holen. Ich habe es aber ausprobiert jetzt, diese Sache. Und es funktioniert. Ich habe also wissen wollen, ob man das wirklich reinstecken kann unter ein Model X. Ich blende jetzt immer mal ein paar Sequenzen ein. Ich habe einen jungen Helfer gehabt, der Janos Junior. Den habe ich in Waldnauersheim getroffen. Der ist 2,5 Jahre alt, hat sein Model X dahin geparkt. Und ja, Quatsch, sein Vater natürlich. Und das Model X war ausgeliehen von Tesla. Und zwar ein über dem Wochenende Verleih, also um das mal zu testen. Und ja, war da auf dem Supercharger in Waldlaubersheim. Nochmal vielen Dank, Janos, dass ich das da testen durfte. Und nochmal eine Bitte an dich, schick mir nochmal deine Adresse, weil du hast ja gesagt, dass du den Model X dir kaufen möchtest. Und du bekommst natürlich diese beiden Dinger umsonst von mir, weil wir halt eben in deinem Model X oder deinem geliehenen Model X das dann auch drehen dürfen. Also bitte die Adresse schicken, du kriegst die kostenlos von mir zugeschickt. Ich habe die jetzt nochmal mitgenommen nach dem Dreh, weil ich einfach hier nochmal zeigen wollte, so ja. Das ist einfach Plastik, ja, aus dem 3D-Drucker. Wie gesagt, also das Problem ist, dass die Flaschen beim Bremsen unter dem Fahrersitz, da ist so ein großer Abstand zum Boden, dass der Flaschen durchrollen kann beim Bremsen und direkt unter die Pedalerie rutschen können. Und diese Dinger hier, die verhindern das. Die steckt man rein, das geht relativ einfach, wenn man nicht so doof ist wie ich, aber ich habe es auch hingekriegt dann letztendlich. Und die werden abgehalten, beim Bremsen in die Pedalerie reinzurutschen. Ja, ihr habt das gesehen, so ein bisschen meine Einblendung. Ihr könnt nochmal das Originalvideo anschauen von Bottle Block, ich glaube, so heißen sie. Und da ist es auch nochmal genau erklärt. Kostet ein bisschen Geld. Ich meine, man könnte beim Baumarkt sich vielleicht auch so einen Winkel sich besorgen. Da gibt es ja auch diese Metallwinkel, den man sich so reinklemmen könnte unter den Teppichboden. Und dann ist die Sache auch gegessen. Aber die kosten auch Geld. Und das ist dann Metall, weiß nicht, ja. Also, oder man findet irgendwo in so einem 1-Euro-Shop solche Sachen oder so. Guckt einfach mal nach. Bücherhalter, alles ist möglich. Auf jeden Fall möchte ich verhindern, dass ein Unfall passiert. Und deshalb habe ich auch dieses Video gemacht. Wie gesagt, normalerweise gibt es bei mir auf dem Kanal keine Produktwerbesendung. Aber es hat einen Sicherheitsaspekt. Und wenn ich nur einen Unfall damit verhindern kann, dann habe ich mein Ziel erreicht. Okay, ich hoffe, ihr versteht das auch. An alle Model X-Fahrer und die es werden wollen. Model S hat das Problem nicht. Da ist der Abstand recht kurz noch zum Boden vom Sitz. Kann das nicht passieren. Nur bei Model X. Okay? Dann, ja, ich habe alles gesagt.
Ich habe gerade mein Tesla Model S sauber gemacht für den Philipp Hellwig. Der bekommt das am Donnerstag übergeben. Ich fahre dann 2 Wochen lang Zoe und bin schon mal sehr gespannt, wie ich das hinkriege mit dem Laden. Ich habe schon mir die Maingau-Karte besorgt und hoffe, dass ich da irgendwie durchkomme. Dann, wir treffen uns in Ulm am Supercharger. Ja, das kann ich vielleicht auch hier sagen. Vielleicht, wenn jemand dazukommen möchte von euch an den Ulmer Supercharger. Wir treffen uns am Donnerstag diese Woche um 11 Uhr. Ich glaube, so war das. Ja, 11 Uhr. Ne? Vielleicht sind noch ein paar von euch dabei, wenn wir Tesla und Zoe tauschen. Ja. Vielleicht kann jemand mir helfen dann beim Laden. Naja, das kriege ich schon hin. Also wie gesagt, Dauerwerbesendung jetzt nur, weil ich dieses Produkt gezeigt habe. Ich verdiene nichts daran. Es gibt keinen Produktlink. Das soll es gewesen sein. Schaut euch die Sache an. Ich würde gerne wissen von euch Model X-Besitzer, ob ihr das schon wusstet. Vielleicht bin ich ja, weil ich ja kein Model X habe und habe mich ja auch nicht so schlau gemacht, vielleicht erzähle ich euch irgendwas, was ihr schon wisst, was ihr schon überall woanders gesehen habt. Schreibt mal bitte in die Kommentare unten rein, ob ihr das schon kanntet, das Problem, oder wie ihr es gelöst habt und ob ihr vielleicht euch das hier besorgt. Alles Weitere funktioniert dann hoffentlich gut. Und allzeit unfallfreie Fahrt wünsche ich an alle und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Spätestens am Freitag, wenn das Video rauskommt von meinem Nürburgring Nordschleife mit den Tesla-Fahrerfreunden. War eine tolle Sache. Ciao, ciao. Ach ja, ganz vergessen zu sagen, das hier ist der See in Ottersdorf. Das ist ein Nachbarort vom Rastatt. Und hier gehe ich ab und zu mal abends baden mit meiner Schwägerin. Nochmal schöne Grüße an die Claudia. Aber heute mache ich es nicht. Also ihr habt mich ja schon baden gesehen, also ist ja nichts Neues. Will euch das nicht zu oft zumuten. Ciao, ciao.